So, hallo, grüßt euch hier zu einem neuen Video. Und heute in dem Video möchte ich euch mal wieder eine doch richtig, richtig coole Pistole vorstellen. So schaut sie aus. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. Arex. War mir lang kein Name, obwohl es die doch schon sehr lange gibt. Aber das Teil hat es wirklich in sich. Deswegen muss darüber einfach ein Video gemacht werden. Da müssen noch mehr Videos drüber gemacht werden, weil es wieder eine der Dienstpistolen ist, von der ich jetzt persönlich, finde ich, total überrascht bin. Das war ich damals schon bei Kennig, türkischer Hersteller. Die Waffe kann auch irgendwie alles, was man so möchte, hat die bereits irgendwie inne. Und das sieht hier bei der Arex genauso aus. Ja, die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ich möchte euch mal ein bisschen was zeigen zu dem Ding. Technischen Daten, einmal rundum gehen, was da alles so dran ist. Und dann wollen wir natürlich auf dem Schießstand auch nochmal ein paar Tests machen. So, da wollen wir uns jetzt erstmal von quasi jeder Seite einmal anschauen, dass ihr es einmal hier so komplett seht. Und ich sag mal, euch wird wahrscheinlich schon das ein oder andere hier auffallen, was ich mittlerweile mittlerweile ein Muss, finde ich, ist bei vielen Waffen, ob das jetzt Dienstpistole ist oder Sportwaffe. Und ganz klar, wir reden natürlich hier in dem Fall hier von einer Dienstwaffe. Ich würde sagen, ich gehe einmal komplett mal durch, von vorn bis hinten, und dann sprechen wir hier einmal alles durch. Also klar, wie gesagt, die Arex gibt es in verschiedenen Varianten. Wie gesagt, das ist jetzt hier die Delta Gen 2. Ne? Es gibt ja schon von Arex die Generation 1 und das ist eben jetzt hier die 2er. Was natürlich sofort ins Auge sticht, hier vorn, ne? Wir haben hier ein Mündungsgewinde. Das ist jetzt hier ein M13,5x1. Da können wir natürlich jetzt hier uns einen Mündungskompensator draufschrauben oder eben auch einen Schalldämpfer. Ja, ganz klar, Picatinny mittlerweile, da kommt mittlerweile auch keine Waffe mehr aus. Vor allem noch keine Dienstpistole, das ist ein absolutes Muss. Was mir auch hier wirklich gut gefällt, ist hier beim Abzug hier, der Sicherungsknopf hier noch. Der geht sehr direkt hier, ne? Weil ich finde den bei Glock immer so ein bisschen wabbelig. Aber hier, der geht hier wirklich schön sauber. Wo wir beim nächsten Thema nämlich gleich mal hier Abzug sind. Ne? Wir gehen mal ran, wir testen ihn gleich mal. Ja, haben wir noch ein bisschen Spiel nach hinten. Jetzt sind wir hier am Druckpunkt und hier ist wirklich nicht mehr viel. Zack, und der bricht dann direkt. Auch der Reset gefällt mir eigentlich sehr gut. Viel ist nicht, da war es schon. Ne? Ich bin sogar weiter vorgegangen, als ich müsste. Ihr habt es aber gehört. Ne? Also auch der Reset kommt sehr gut. Also muss man hier schon wieder sagen, vom Abzug her, ja. Ich muss mal gucken bei einer Dienstpistole, man darf halt nicht vergessen, man sollte nicht jetzt komplett in so einen Matchabzug reinkommen, weil eine Dienstwaffe braucht das einfach. Das ist schon nicht mehr ganz hier Stressabzug, finde ich. Der Weg ist sehr kurz alles. Also hier kommen wir schon langsam wirklich so zum Übergang hin, bei einer Sportpistole hier zum Matchabzug. Also da kommt es immer darauf an, ob man das möchte. Bei Dienstwaffen, wie gesagt, soll es ja eigentlich nicht ganz so fein sein, aber ich finde, das ist eine perfekte Mischung hier, ausgewogen, absolut super. Ja, Magazinauswurfknopf ist da, wo er hingehört, und haben wir natürlich auf der anderen Seite auch. Ne? Das ist auch so ein Punkt mittlerweile, da kommen auch viele Waffen nicht mehr aus. Wir brauchen einfach die beidseitige Bedienbarkeit, und wir haben noch einen Knopf im Lieferumfang dabei, dass wir das einfach umbauen können für Linkshänder. Ja, und da wären wir auch schon natürlich beim Verschlussfanghebel. Auch dieser ist beidseitig hier bedienbar. Was ich ganz hübsch finde hier bei dem Verschlussfanghebel ist, das ist nicht wie bei Glock. Da haben wir diese Fräsung direkt hier oben im Schlitten, ne, im Verschluss drin, wo der quasi dann drin arretiert. Das haben wir hier nicht außen, sondern das ist innen, auf der Innenseite vom Verschluss. Und ne, ich ziehe jetzt mal hinter, arretiere einmal, und das ist jetzt quasi, weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann, auf der, in der Innenseite. Wenn man hier oben reinguckt, sieht man das. Das ist der arretiert auf der Innenseite des Verschlusses. Da ist so quasi die Fräsung drin, und das ist super. Ne, der Knopf hier, der ist sehr klein, der Hebel, ne? Das sieht man hier, das steht nicht so weit ab, aber ich habe erst gedacht, oh je, ob das so funktioniert hier. Wenn man so zumachen muss, dann muss man vielleicht doch mit der Hand den Verschluss hinterziehen und schließen. Aber Tatsache, das geht super, auch extrem, wirklich leichtgängig. Was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass eben nicht die gesamte Aussparung hier wie bei Glock ist. Ne? Das ist halt, das ist ja Reibung, das bremst, das macht es natürlich schwer. Je nachdem, wie stark die Feder ist, aber die sind bei einer 9 mm in der Regel ja alle gleich. Ja, finde ich daher, dass das wahrscheinlich weniger Fläche einnimmt, geht das wirklich sehr fein zu. Also braucht nicht allzu viel Kraft, geht wirklich super. Genau. Zum Magazin, da kommen wir gleich. Wir haben hier 17 Schuss Magazin.
im Lieferumfang dabei, aber auch 19 Schuss Magazin, aber das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Ansonsten fällt natürlich auch auf hier optisch, ne, man sieht schön hier, das ist sehr griffig hier. Bei der Walter PDP finde ich zum Beispiel schon wieder sehr scharf, ist auch schön. Die stehen bei der Walter PDP schön ab, aber ich finde es teilweise schon wieder sehr scharf. Hier ist eine gute Mischung, das ist nicht ganz so krass, aber wirklich extrem griffig. Kann man halt auch entsprechend wirklich gut greifen, auch schön. Ja, das nächste natürlich, ihr seht schon hier, Kimmelkorn bereits erhöht. Optik ready, sehen wir auch hier, auch so ein Thema, was heutzutage gerade so auch bei Dienstwaffen, aber auch bei Sportpistolen mittlerweile, bei Sportpistolen muss man es nicht haben, wenn du eine Disziplin schießt, wo du es halt nicht haben willst, dann lässt es weg. Aber immer mehr Hersteller bauen die Waffen einfach generell jetzt schon so hin, dass sie immer Optik ready sind, also wir immer die Möglichkeit haben, eben auch mal ein Red Dot hier drauf zu setzen. Und auch hier ist das der Fall. Und ja, Kimmelkorn, hier würde ich nichts umbauen, hier gibt es nichts, was man optimieren könnte. Das ist schon wirklich ein perfektes, was hier verbaut ist. Und können immer noch sagen, schön hier ein Red Dot draufsetzen und können gleich mit den erhöhten Kimmelkornen auch beides nutzen. Also über die offene Visierung oder eben über die Optik dann zielen. Also hier auch echt cool gelöst. Ja, der rote Punkt verrät schon, wir sehen es schon hier, die Waffe ist gespannt. Wenn ich den Abzug hier so ein bisschen hinterziehe, dann kommt der noch so ein kleines bisschen raus, der Bibbo. Und wenn wir dann eben hier durchdrücken, zack, dann verschwindet er. Und dann sehen wir eben auch hier, dass sie jetzt in dem Fall nicht mehr gespannt ist. Die Waffe hat generell schon, finde ich, einen sehr kleinen Griff. Also der ist wirklich, für kleine Hände ist die Waffe auch wirklich cool. Die ist sehr klein, also lässt sich wirklich schön greifen hier. Und wir können dennoch hier die Griffschalen tauschen. Da sind noch ein paar dabei, zeige ich euch gleich noch im Koffer, im Lieferumfang. Da gibt es sogar einen, der ist noch kleiner wie der. Also wirklich gerade auch für vielleicht für Frauenhände kriegt man hier wirklich den Griff unfassbar klein. Also ich kenne keine irgendwie andere Pistole jetzt auf dieser Art jetzt hier als Dienstwaffe, die wirklich so einen kleinen Griff hat. Das kommt vielleicht im Video jetzt immer nicht so rüber, man müsste sie einfach mal in die Hand nehmen, aber die ist sehr klein vom Griff. Aber auch, vielleicht sieht man es hier oben, die Waffe generell ist auch sehr, sehr schlank gebaut. Das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Ich muss ganz klar sagen, man merkt es tatsächlich einfach durch das auch leichte Gewicht. Zu den technischen Daten kommen wir da nochmal. Merkt man das beim Schießen her, dass die doch wieder ein bisschen mehr noch Rückstoß hat, wie, sage ich jetzt mal, beispielsweise eine Glock. Das merkt man einfach, also meine Glock 17, so eine Standard will ich jetzt mal nennen. Da merkt man einfach, je leichter die Waffen werden, umso mehr Hochschlag habt ihr einfach vom Rückstoß. Das merkt man einfach. Auf der anderen Seite, gerade eine Dienstwaffe, die ich die ganze Zeit führen möchte, soll halt auch schön leicht sein. Also das ist wieder, wer das eine will, muss das andere mögen. Da kommt halt eins zum anderen. Was mir eben auch hier gefällt, generell ist die Optik, dieses so irgendwie der Name schon Delta, das passt halt irgendwie schön auch, weil ich finde auch alles ist alles sehr kantig. Man sieht das alles hier, es ist alles sehr gerade, hier ist nichts rund, es ist alles sehr, sehr kantig, sehr eckig und ich muss sagen, das gefällt mir optisch richtig gut. Auch die Griffe hier, das ist, wenn man hört, es ist sehr, ja, griffig einfach, gefällt mir auch richtig gut. Und auch hier vorne können wir eben schön mit der sekundären Hand dann einfach hier mit dem Daumen schön hier oben ablegen. Also das ist wirklich alles hier sehr griffig. Was vielleicht auch schon den ein oder anderen aufgefallen ist, ist hier oben diese kleine Aussparung, dieser kleine Pin hier in der Mitte. Und ja, auch der ist wieder da, um mir den Ladezustand der Waffe zu zeigen. Hier hinten über den Pin sehe ich schön, ob die Waffe gespannt ist. Und hier drüber sehe ich, ob eben auch eine Patrone oder eine Hülse in der Kammer ist. Jetzt sieht man es von der Seite. Das Ding liegt jetzt absolut hier flach an. Und jetzt habe ich im Magazin mal eingelegt mit einer Pufferpatrone. Dann schauen wir uns das jetzt mal von der Seite an, wenn ich hier den Verschluss schließe, was dann passiert. Und dann sehen wir schön, der Stift steht jetzt hier nach oben ab. Und somit kann man eben jetzt auch wieder hervorragend erkennen, dass sich eben auch hier eine Patrone im Lager befindet. Magazine sind hier immer zwei mit dabei. Einmal hier ein 17-Schuss-Magazin und dann haben wir noch eins hier mit einem etwas dickeren Boden unten dran. Hier kriegen wir 19 Schuss rein. Und ich finde das auch vollkommen okay noch hier mit dem Magazin. Also das baut jetzt nicht so extrem auf, dass man denkt, die sieht jetzt extrem klobisch irgendwie aus. Ganz im Gegenteil, das ist vollkommen okay. Und jetzt auch für meine Hände hier von der Größe her ist das absolut in Ordnung. Ich bilde mir mal ein, so wieder bei der CZ P10C. Sieht das Griffstück immer so ein bisschen lang aus, haben wir ja auch 19 Schuss Magazin,
Aber hier finde ich, der Griff, das harmoniert wirklich absolut hier hervorragend zur Waffe. Auch mit dem Magazin, mit dem längeren Boden unten hier, finde ich immer noch tipptopp. Ja, wo kommt denn die Waffe eigentlich her? Der Name steht hier aus Slowenien. Ne? Das denkt man immer gar nicht so, da irgendwelchen Ländern da, wo man gar nicht so jetzt Namen hat, wo man sagt, okay, bauen die überhaupt Waffen? Ist ja oft bei vielen Ländern, man kennt so den einen oder anderen Hersteller, wo man sofort weiß, aus welchem Land der kommt. Aber ich wüsste jetzt nicht, Slowenien, auch Jagdgewehre, ist egal was, weiß man, okay, da gibt es das und das Land, da bauen die das und das. Slowenien wäre mir jetzt gar nicht so bekannt. Ja, aber wie man sieht, bauen die wirklich extrem gute Dienstwaffen, die unter anderem auch bei denen bei Behörden im Einsatz sind. Aber eben auch hier bei uns jetzt, sage ich mal, für den Sportschützer oder Jäger ist das wirklich eine coole Alternative. Und wie gesagt, wir haben alles, beidseitige Bedienbarkeit. Ich sehe, ob sie gespannt ist, ich sehe, ob eine Patrone im Lager befindet sich. Sie ist Optik ready. Was will ich mehr? Ne? Also es ist alles da. Picatinny-Schiene, klar, vorhin auch noch. Alles da, was man bei einer Dienstwaffe eben haben möchte. Ja, also absoluter Allrounder. Ja, die Waffe zerlegen ist genauso easy auch wie bei der Glock. Wir haben nämlich dasselbe Hebel hier auf beiden Seiten, auch wie bei der Glock. Also erstmal Waffe entspannen und dann auch hier beide Hebel gleichzeitig hier einfach herunterdrücken. Die Waffe ein Stück nach hinten ziehen und das war es auch schon. So, das merkt man sofort, wie es nach unten geht. Ja, und dann können wir die hier nur so ein kleines Stück vorziehen und dann könnt ihr das hier so abnehmen einfach. Ne? Da haben wir hier diese Aussparungen hier, also man muss das nicht über der Glock komplett nach vorne abziehen, sondern nur so ein Stückchen vor und dann kann man das einfach hier abnehmen. Ja, ist jetzt nicht ganz sauber hier, ne? Ich habe natürlich auch schon ein paar Mal mit der geschossen, aber ansonsten, ja, seht das einmal von innen, auch natürlich hier ein Strikefire-Abzug verbaut. Genau, und zusammensetzen natürlich wieder dasselbe, einfach nur in diese Aussparungen rein, oben und unten. Und dann müssen wir es halt wirklich auch nur noch so ein Stückchen hinterziehen. Klick. Und dann ist es eigentlich schon erledigt und wieder eingerastet. Ja, und nachdem du dann die Waffe bei mir bestellt hast, kommt die dann genau in so einem Koffer bei dir an. Dann schauen wir uns das mal an, was hier alles dabei ist. Mach mal auf. Klapp mal auf. Aha, schau an. Du hast das mal einen Klebepatch dabei hier, von lassen Sie es krachen. Ja, dann ist noch ein Flyer dabei von uns, hier kostenlos. Und zwar kriegst du hier unsere Pistolen-Schießausbildung kostenlos. Ne? Dann Flyer musst du dann unbedingt lesen. Ja, was ist sonst dabei? Gucken wir mal rein hier. Eine Anleitung finde ich immer ganz cool, wo sie zeigen, wie man so eine Waffe eigentlich bedient. Das gibt es auch wahrscheinlich nur in den USA. Man kauft so ein Ding, hat keine Ahnung, wie es funktioniert. Und ja, da wird es eben erstmal gezeigt, wie man das eigentlich machen muss. Finde ich immer übelst cool. Gut, legen wir mal beiseite. Ja, was haben wir dabei? Einmal natürlich unsere Pistole hier drin. Das hier schaut im ersten Moment aus wie ein Schalldämpfer, ist aber keiner. Hier haben wir Putzstock drin, Bürste und ein weiches Puschel. Und das Schöne ist, das können wir auch hier drauf schrauben. Das heißt, wir können das Ding hier auch wirklich schön so als Putzstock hier mit Verlängerung, als Griff verwenden. Auch eine schöne Lösung. Ja, wie gesagt, zwei Magazine sind dabei, einmal 17 Schuss und eben die 19 Schuss. Dann haben wir hier noch die verschiedenen Griffe und wie gesagt, die Griffschalen hier und hier, der ist noch kleiner als der originale, der jetzt schon bereits an der Waffe dran ist. Also da kriegt ihr die noch kleiner. Ne? Und ich finde schon so, dass die wirklich sehr vom Griff her wirklich für kleine Hände ideal ist. Aber wenn man natürlich große Pranken hat, dann kann man natürlich auch den hier sich dran bauen. Was haben wir noch dabei? Hier drunter ist auch noch einiges. Holen wir alles mal raus. Da die Waffe Optik Ready ist, seht ihr schon hier, habt ihr unterschiedlichste die Blättchen hier drin, die Unterplatten, so dass ihr wirklich ja alles drauf bekommt. Von Holosun, Twitchicon, Vortex, was auch immer, habt ihr eben hier die passenden Platten dazu. Und hier natürlich noch die passenden Schrauben. Wie schon gesagt, Magazinauswurf könnt ihr wechseln für Linkshänder. Auch dieser ist hier mit dabei. Hier noch Flyer irgendwas. Und hier auch nochmal die ausführliche Komplettanleitung. Genau, so kommt die Waffe dann zu euch nach Hause. Dann würde ich sagen, cooles Ding auf jeden Fall. Aber jetzt wollen wir natürlich damit auch mal schießen und gucken, wie die Waffe hier in der Praxis ausschaut. Thank you.
So, vielen Dank fürs Anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig uns das doch bitte mit einem Daumen nach oben und vergiss nicht hier den Kanal zu abonnieren und vor allem die Glocke zu aktivieren und klick auf alle, dann wirst du auch von jedem neuen Video benachrichtigt. Und check auch gerne mal unsere Videobeschreibung unter jedem Video.